1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50, 50. Liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Freitag-Nacht-Ausgabe, freie Themennacht, offene Sendung. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50. Das hat getan Jasmin und Jasmin ist 19 Jahre alt. Hallo Jasmin. Hallo Domian. Um was geht's bei dir, Jasmin? Und zwar habe ich mehrere Probleme. Ich bin schwanger, aber es ist so, dass mein Freund eine Affäre hat oder hatte. Ja, wie lange bist du denn mit deinem Freund zusammen? Über 2 Jahre schon. Ja. Wie alt ist dein Freund? Er ist älter als ich, also er wird jetzt 28. Ja, und in wievielten Monat oder in der wievielten Woche bist du schwanger? Ich bin jetzt gerade noch im ersten Monat. Ach so, aber das ist sicher jetzt schon, dass du schwanger bist? Es ist sicher. Ja. Wie? Bitte? Mein Frauenarzt hat es mir auch bestätigt. Ah ja. So, jetzt sagst du, dein Freund hatte oder hat eine Affäre? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Laut seiner Aussage wäre die Geschichte beendet. Es läuft jetzt angeblich nur noch als Freundschaft weiter, aber... Wann war das denn? Es ist noch gar nicht so lange her, also das war im Mai. Und wie hast du das erfahren? Er hat es mir erzählt. Ach so. Also das war kurz vor unserem Jahrestag und er hat gemeint, er ist arbeiten. Ja. Er ist auch selbstständig. Ja. Und ich habe mir halt gedacht, ich mache eine Freude, weil es eben der Vorabend zu unserem Jahrestag war und bin mitten in der Nacht um 3 Uhr noch mit dem Fahrrad zu ihm gefahren. Und naja, er war nicht da. Ja. Ich habe ihn dann mindestens 1000 Mal versucht zu erreichen. Ja. Nicht an sein Handy ran. Und am nächsten Tag habe ich dann einen Anruf bekommen. Er kommt heute Abend, er muss mit mir reden. Und dann saß ich erst mal den kompletten Tag da und wusste nicht, was ich sagen sollte. Es war ja unser Jahrestag eigentlich. Also ist das natürlich besonders hart, wenn er genau in der Nacht des Jahrestages geht er fremd. Er ist davor fremd. Also, wie gesagt, es war eine Affäre, die laut seiner Meinung schon über eine Woche ging. Na gut, aber an dem Jahrestag eben auch. Hat er es mir dann erzählt. Ja. Naja. Er sagt, dass das jetzt nur noch freundschaftlich ist. Und du glaubst es aber nicht richtig. Er hat mich am Anfang auch gefragt, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn es für mich in Ordnung wäre, wenn er quasi die Affäre weiter behalten dürfte. Und wie hast du darauf reagiert? In dem Moment, ich habe einfach nur noch das Heulen angefangen und habe ihn angeschrien, er soll gefälligst verschwinden. Er hat dich gefragt, ob du damit einverstanden wärst, wenn er die Affäre weiterlaufen ließe. Genau. Das ist doch krass. Warum zieht es ihn oder hat es ihn hingezogen zu dieser Frau, zu dieser Affäre, weißt du das? Also er hat mehrere Gründe genannt. Zum einen, dass ich ihm nicht aufmerksam genug wäre. Was heißt das im Einzelnen? Darüber haben wir auch lang diskutiert und im Endeffekt hat er in dem Gespräch dann auch eingesehen, dass er eigentlich mehr oder minder dran schuld ist. Ich bin oft genug auf ihn zugekommen und er hat gesagt, nee, danke. Und irgendwann lässt man es dann auch bleiben. Wie wichtig ist das Sexuelle in dieser Affäre für ihn gewesen? Habt ihr darüber gesprochen? Also wie gesagt, am Anfang ging es ihm rein um den Sex, hat er gemeint. Und danach hat er gemeint, es ging ihm nur noch um die Gespräche. Um die Gespräche? Ja. Das finde ich ja doppelt bitter. Ich auch. Das finde ich doppelt bitter, wenn er gesagt hätte, es geht jetzt nur um Sex.
Und das hat mit uns beiden gar nichts zu tun. Wir haben eine tolle Beziehung und wir sind irgendwie super, die super Gesprächspartner. Aber dann sagt er auch noch, es geht nur noch um die Gespräche. Ja, was bleibt denn dann noch zwischen euch beiden? Das habe ich ihn auch gefragt. Und dann hat er gemeint, naja, mich liebt er. Aha. Glaubst du ihm das? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube ihm, dass er Gefühle für mich hat. Mhm. Aber wenn man sowas einem Menschen antun kann, dann ist es meiner Meinung nach keine richtige Liebe. Ist das jetzt ein Zufall, dass du nun gerade jetzt, nachdem das passiert ist, schwanger geworden bist? Also ich muss dazu sagen, ich darf die Pille erstmal nicht nehmen, weil ich ständig Kopfschmerzen habe und es wahrscheinlich auch von der Pille kommen kann. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, dass wir noch mit dem Kondom verhütet haben. Ach so, und dennoch bist du schwanger geworden? Ja, wobei ich sagen muss, für ihn ist es das absolute Wunschkind. Wie ist es denn überhaupt dann zu der Schwangerschaft gekommen, wenn ihr optimal, also wenn ihr, was heißt optimal, also wenn ihr mit Kondom geschlafen habt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, da bin ich im Moment ehrlich gesagt auch überfragt. Er weiß davon und er freut sich auf das Kind? Ja, er weiß davon und er freut sich tierisch darüber. Und du glaubst es ihm, dass er sich freut? Das auf jeden Fall, weil es immer schon sein Wunsch drum war, ein Kind zu haben. Ach so, das war schon immer so. Wie verhält er sich denn dir gegenüber jetzt? Ist er freundlich, reuig? Ist er normal? Naja, was heißt, er kehrt so ein bisschen unter dem Tisch. Also, da war doch gar nichts. Mir kommt so vor, als ob er es jetzt im Nachhinein noch irgendwas verheimlicht. Mhm. Und tut, als wäre alles normal. Also, dass er im Nachhinein etwas verheimlicht oder dass er sogar etwas verheimlicht, was vielleicht aktuell noch angesagt ist. Also im Klartext, vielleicht läuft da sogar immer noch was zwischen ihm und der Frau. Oder es läuft nichts, aber er ist dennoch irgendwie verknallt in die Frau. Das ist eben auch das, was ich mich frage, weil er hat auch irgendwann mal gemeint, weil er will es ja quasi, also laut seiner Aussage will er es ja als Freundschaft weiterführen. Finde ich auch schon ein bisschen merkwürdig, will ich ja gleich mal sagen. Wenn ich eine Affäre habe, während ich in einer Beziehung bin und dann rausgehe aus dieser Affäre und dann meiner Beziehung zumute, das soll jetzt als Freundschaft weiterlaufen, finde ich ein bisschen krass. Ich auch. Finde ich krass. Also wenn schon, dann muss er auch zack alles beenden und sich für dich entscheiden. Aber so, das klingt wieder so ein bisschen nicht Fisch und nicht Fleisch. Na, vor allem irgendwann kam dann auch mal der Satz von ihm, oh Gott, wie hat er es genau gesagt? Nach dem Motto, wenn ich mich zwischen ihm und der Freundschaft stellen würde, dann gäbe es für ihn nur eine Wahl, die Freundschaft. Oh, das ist aber heftig. Das ist aber ganz heftig, Jasmin. Mhm. Das würde mich an deiner Stelle aber auch komplett umhauen. Hat's auch. Das glaube ich. Das sagt ganz viel aus. Das sagt irgendwie so aus, dass er schon, ja, dass er viel ist, was ihn provoziert zwischen euch beiden. Das sagt aus, dass er irgendwie vielleicht ein bisschen sogar satt ist. Naja. Und dann sagt er immer wieder so, dass er nur mich liebt. Ach Mann. Ja, gut. Das sind natürlich immer so diese üblen Spiele von Zuckerbrot und Peitsche, dass die, der wird dich vielleicht auch, oder was heißt vielleicht, der wird dich schon auch auf eine Art und Weise noch lieben. Aber der liebt dich nicht mehr rigoros, so wie es vielleicht früher mal war, oder so wie du es dir wünschen würdest. Und so ein Satz, den finde ich ausgesprochen verletzend, den er dir gesagt hat. Also wenn, natürlich hättest du, finde ich, das Recht zu sagen, nee, pass mal auf, nee, auch dann keine Freundschaft. Finde ich sehr schwierig. Und jetzt bist du schwanger und du willst das Kind haben, davon gehe ich aus? Abtreibung kommt für mich nicht in Frage, was ich im Moment überlege, ob ich es danach zur Adoption freigeben soll. Ach so. Warum? Warum was? Warum zur Adoption freigeben? Wie gesagt, Adoption ist für mich halt immer, es ist für mich undenkbar.
Abtreibung ist für mich undenkbar. Ja, aber warum möchtest du das Kind nicht behalten? Das ist halt eben. Im Moment ist, ich bin so hin und her gerissen. Hm. Das hat sehr damit zu tun, dass du so unsicher bist, was diese Beziehung betrifft. Genau. Wobei letztendlich finde ich, Jasmin, das gar nicht das Ausschlaggebende sein sollte. Wenn die Beziehung nicht mehr intakt sein sollte, könntest du dich natürlich dennoch absolut für das Kind entscheiden und das Kind auch behalten. Was ich ganz wichtig finde für euch beide, alles ist durcheinander. Und du bist natürlich jetzt besonders verwirrt und angeschlagen, was heißt angeschlagen, aber verständlicherweise. Dadurch, dass du jetzt auch noch schwanger bist, ist das ganze Gefüge durcheinander geraten zwischen euch beiden. Mhm. Ich finde, dass ihr beiden zu einer Beratungsstelle gehen solltet. Zusammen mit dem Ziel, auch wirkliche Klärung zu finden. Damit du weißt, woran du bist. Damit du weißt, worauf du dich einlassen und einstellen kannst. Auch auf all das, was auf dich zukommt jetzt. Ich würde dir gerne ein paar Anlaufstellen geben lassen von meiner Psychologin, die auch unser Gespräch jetzt mitgehört hat. Gerne. Und wenn er gar nicht am Anfang mit hingehen will, gehst du alleine. Aber ich würde ihn schon versuchen, mit großem Nachdruck dazu zu bewegen, mit dahin zu gehen. Denn es geht um dich, es geht um euch, es geht jetzt auch um die Verantwortung für einen neuen Menschen. Mhm. Ja? Ja, gut. Ich wäre an deiner Stelle auch skeptisch. Das kann ich nur so sagen, so intuitiv, nach dem, was du mir erzählt hast. Aber vielleicht sagt er mehr noch die Wahrheit in Anwesenheit eines professionellen Menschen. Wenn es auch für dich bitter ist, aber die Wahrheit ist besser zu wissen als dieses Hin und Her. Und es ist definitiv. Ja, finde ich auch. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich endlich klar wissen will, was los ist. Verstehe. Weil unter den Bedingungen ein Kind aufziehen ist. Ja, ja. Nicht. Ja. Liebe Jasmin, du legst bitte auf und wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Okay? Gut, danke. Alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, Ende nächster Woche, heute genau in einer Woche, gehen wir in unsere Sommerpause. Und wir haben in der letzten Themensendung voriges Jahr etwas gemacht, was sehr gut angekommen ist. Und das wollen wir dieses Jahr wieder machen. Nächste Woche Donnerstag möchte ich sehr gerne, und ich sage das jetzt schon mal, dass der eine oder andere sich vielleicht darauf einrichten kann oder sich in Ruhe hier bei uns melden kann. Nächste Woche Donnerstag möchte ich gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal hier in dieser Sendung gesprochen habe. Vielleicht vor ein paar Monaten, aber vielleicht auch vor ein paar Jahren oder vielleicht sogar vor sehr, sehr vielen Jahren. Und würde sehr gerne von euch erfahren, was weiter geschehen ist, nachdem wir damals miteinander gesprochen haben. Wenn ihr wollt und auch Lust dazu habt, ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen und wenn dann eine Geschichte weiter erzählt wird, dann meldet euch doch am besten jetzt schon mal so in aller Ruhe bei uns an, entweder per Mail, domian@wdr.de oder ihr könnt uns auch noch schreiben, WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln und dann könnten wir eventuell nächste Woche Donnerstag miteinander sprechen. Also nächste Woche Donnerstag, unsere letzte Themensendung vor der Sommerpause, würde ich gerne mit Menschen sprechen, mit denen ich schon mal hier gesprochen habe, vielleicht sogar vor sehr langer Zeit und bin ganz gespannt darauf zu erfahren, wie es weiter gegangen ist und wie es euch heute mittlerweile geht. So, jetzt bin ich verbunden mit Ronny. Ronny ist 27, guten Morgen. Guten Morgen, hallo Domian. Hallo Ronny, und was geht's bei dir? Also bei mir geht's darum, ich hatte bis vor 3,5 Jahren eine Freundin, mhm, und die hat mich verlassen für einen Bodybuilder, Kraftsportler. Na super. Ja, und ich habe dann angefangen vor 3 Jahren selber mal was für meinen Körper zu tun. Ich hatte damals nicht viel auf den Rippen. Ja. Ich hatte 65 Kilo und habe dann ein Jahr so trainiert und habe vor 2 Jahren angefangen, Anabolika zu spritzen. Das sollte man nicht tun. Ja, das haben mir schon viele gesagt und habe jetzt von vor 2 Jahren bis jetzt, also jetzt, ich war heute auf der Waage, 40 Kilo zugenommen. Mhm. Hast du noch Muskelmasse? Und hast du noch Hoden? Ja, alles noch da. Ja? Alles noch wunderbar. Das ist alles noch wunderbar, ja. Du weißt die üble Nebenwirkung, ne? Dass die Hoden schrumpfen. Ja, aber bis jetzt ist bei mir noch alles im wunderbaren Bereich. Ja. So, wie viel wiegst du jetzt? Wie viel wiegst du jetzt im Ganzen? 105 Kilo. 105 Kilo? Ja. Und ein Muskelpaket?
Reine Muskelmasse. Reine Muskelmasse mit viel Training, aber auch viel künstlich nachgeholfen. Ganz viel Training. Also ich bin am Tag bis zu 6 Stunden im Fitnessstudio. Ja. Spritze mich aber auch 2x am Tag. 6 Stunden im Fitnessstudio, ist ja heftig. Hm. Und 2x spritzt du dich. Hm. Woher kriegst du das Zeug? Direkt von meinem Trainer. So unter der Hand? Unter der Hand. Verstehe. Hm. So. Und nun? Ja, und nun habe ich, also am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, ging es mir darum, vielleicht, es war mangelndes Selbstbewusstsein, im Teil dadurch, dass meine Freundin mich verlassen hat, ja, für einen Kraftsportler, dachte ich mir so, dir zeige ich es. Ja. Und habe dann so wirklich ein Jahr nur reines Kraftsport gemacht und habe 10 Kilo zugenommen. Mhm. Und habe dann vor zwei Jahren, im Teil hat mein Trainer zu mir gesagt, du hörst zu, weil ich auch gesagt habe, wie kann ich da schnell rankommen zu Muskelmasse, habe gesagt, so und so sieht's aus, kannst das und das haben. Mhm. Und mache das im Teil seit 2 Jahren auf diese Art und Weise. Und habe aber auch jetzt, irgendwo muss ich ganz ehrlich sagen, eine Menge Selbstbewusstsein dazu gewonnen und auch große Resonanz. Also ich hatte vor kurzem ein Angebot gekriegt, dass ich bei mir um der Ecke in einer Diskothek als Türsteher arbeiten kann. Mhm. Und es hat sich zwar klar, hat sich viel verändert. Das, mein Körper in erster Linie natürlich. Die Kraft hat sich verändert, das Selbstbewusstsein hat sich verändert, aber das Denken ist irgendwo noch dasselbe. Das Denken ist dasselbe. Wie ist das Denken? Ich bin eine kleine Wurst. Seit 3,5 Jahren ist jetzt Schluss, aber irgendwo hänge ich immer noch an der Person. Hast du dich dieser Person denn nochmal präsentiert, jetzt so wie du aussiehst? Die Person sieht mich fast jeden Tag, ja. Ach, die Person, also deine Freundin sieht dich jeden Tag? Meine Ex-Freundin, ja. Deine Ex-Freundin, ja. Sprecht ihr noch miteinander? Ja, auch, ja. Und hat sie sich geäußert zu deinem Äußeren? Hat sie mir erzählt, ja, oder hat mir gesagt, halt, Mensch, große Haste zugenommen, bist ja groß geworden, bist ja breit geworden. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen nicht viel. Bist du sicher, dass sie dich verlassen hat, weil du so ein Strichmännchen warst? Oder waren da vielleicht auch andere Sachen im Spiel? Sie hat mir auf den Kopf zu erzählt. Hat sie mir gesagt, du hörst zu, der ist groß, der ist breit, was bist du? Ach so, so hat sie es klar gesagt. Ja. Finde ich schon ziemlich eine arme Aussage. Finde ich schlimm, wenn eine Frau sowas sagt. Ja, das denke ich jetzt auch. Finde ich ganz schlimm. Also dann kannst du die Frau letztendlich auch vergessen. Wenn die auf deine Muckis, wenn die nur auf die Muckis guckt und nicht, was du für ein Typ bist. Hm. Und tschüss. Aber für immer. So, jetzt will ich mir was sagen. Ich habe Respekt vor Leuten, die trainieren. Und habe auch Respekt vor Jungs, die ordentlich Muskeln haben. Aber bitte alles auf natürliche, normale Weise. Ich habe überhaupt keinen Respekt vor Leuten, die sich spritzen. Weil das einfach eine billige Tour ist, sich aufzupumpen. Das ist nur Posing. Da steckt nichts hinter. Und vor allen Dingen, du schadest dir und deiner Gesundheit. Definitiv. Mhm. Ronny, das weißt du wahrscheinlich auch, aber ich muss es dir nicht sagen. Aber das ist ein Fakt, da kannst du mit jedem Arzt drüber sprechen, dass du dir deine Gesundheit dauerhaft auf Dauer schadest, wenn du dieses Zeug spritzt. Ich finde es auch von deinem Trainer sehr schlimm, dass er dir das angeboten hat. Ich war jetzt so vor kurzem mit dem Arzt gewesen und er hat mir fast genau dasselbe erzählt. So. Und ich bin sicher, Ronny. Ich bin sicher. Ich war lang genug selbst in Fitnessstudios. Mhm. Du wiegst 105 Kilo. Mhm. Wenn du ohne Anabolika auf 80 runtergehst, bist du immer noch ein verdammt gut aussehender und gut trainierter Mann. Hm. Und siehst vielleicht sogar noch etwas natürlicher aus als diese Muskelberge, die man dann sieht aufgrund der künstlichen Einnahme von Anabolika. Hm. Hm. Also, und aussagekräftig ist ja auch dein Satz, dass sich innen drin gar nicht so viel verändert hat. Ja, wir auch. Wenn du weißt, dass das alles Fusch ist, oder viel Fusch ist, nicht alles, aber viel Fusch ist. Es ist viel Fusch, ja, das stimmt, da hast du recht. Außerdem gewinnt man Selbstbewusstsein auch noch nicht nur durch Muskeln, sondern auch noch durch andere Dinge, die man so im Leben schultert und schafft. Das hat mich vielleicht so geprägt, dieses Erlebnis. Verstehe. Aber ja, letztendlich müsstest du zornig auf die sein. Was ist denn das für eine Frau, Mensch? Was für eine oberflächliche Frau? Tja, keine Ahnung. Und irgendwo hängst du der heute noch nach? Ja, definitiv. Ist nicht gut. Ist wirklich nicht gut. Was soll ich machen? Ja, dagegen halten, Ronny. Dafür gibt es definitiv kein Medikament. Nee, natürlich nicht. Das ist eine mentale Aufgabe. Und das ist eben eine Aufgabe der wirklichen Stärke, wenn man das schafft. Mhm.
wenn man das wirklich alleine auch schafft. Ist die denn mit ihrem Typ dann auch zusammen, mit ihrem anderen Muskelmann? Nein, seitdem ich mich mit dem unterhalten habe, so ein bisschen körperlich, ist sie mit dem nicht mehr zusammen. Also, wenn das nur deine Antriebsfeder war, lass es bitte sofort sein. Und lass es vor allen Dingen... Das ist leichter gesagt als getan. Also das ist wirklich zur Sucht geworden. Also ich kann frühmorgens nicht aufstehen ohne, also andere trinken einen Kaffee, ich muss mir diese Zeug spritzen. Also ich bin wirklich... Schmeiß es radikal weg, schmeiß es halt nachher alles weg. Kipp's ins Klo oder weiß ich, Sondermüll oder was das ist, keine Ahnung. Leichter gesagt als getan. Ja, Gott, aber wie willst du es denn anfangen? Wie willst du es anfangen, als es definitiv aufzuhören? Vielleicht muss ich mich wirklich selber mal in den Arsch beißen und in den Arsch treten und sagen, jetzt gehst du mal zur nächsten Anlaufstelle und erkundigst dich da mal und versuchst da wirklich mal, weil ich kann, es ist wirklich so, auch meine Mutter sagte zu mir, du, hör ich zu, trink lieber erstmal einen Kaffee, bevor die das, ich stehe auf, das Erste, was ich mache, ist ans Tiefkühlfach oder an den Kühlschrank, hol mir die Spritze raus, die vorgezogene, die ich ja so bekommen habe und spritze mir die rein und dann geht sofort das Training los. Ja, was kostet das Zeug? Wie viel Geld gibst du dafür aus im Monat? 650 Euro. 650 Euro? Bist du wahnsinnig? Ja, 650 Euro im Monat? Was machst du vom Beruf? Ich bin Buchhalter. Ja gut, da hast du einen normalen Verdienst, aber du bist doch kein Millionär. Also bis jetzt geht's noch mit dem Geld, aber es ist definitiv jetzt die Tage auch teurer. Weißt du, Ronny, ich finde auch diese Trainiererei, 6 Stunden ist auch zu viel. Das kann auch zur Sucht ausarten. Das ist schon eine Sucht. 6 Stunden ist definitiv zu viel. Du musst wirklich an allen Fronten jetzt anfangen. Du musst das Trainieren reduzieren oder mach andere Sachen, fahr Fahrrad oder weiß ich was, aber reduzier es ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie körperlich man abhängig ist von diesen Anabolika. Keine Ahnung. Total. Also würdest du einen Entzug spüren, einen körperlichen Entzug, wenn du es nicht mehr nehmen würdest? Körperlich und seelisch, ja. Ja. Gut, da gibt es sicher auch in einer Drogenberatungsstelle viele Fachleute, die dir genau sagen, wie man das am klügsten anstellt. Denke ich, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Runter von diesem Scheißzeug. Und etwas reduzieren dein Training. Und sieh mal zu, dass du auf anderer Ebene versuchst, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Als nur durch die reine Körpermasse. Das sind die Worte meiner Mutter, ja. Genau dasselbe. Ja, manchmal haben die Mütter ja nur verdammt mal auch gut und richtig recht. Und diese Frau ist irgendwie, die wäre für mich gestorben. Das fände ich so beleidigend, Ronny, wenn das eine Frau zu mir sagen würde, sowas. Dass man deshalb verlassen wird, das finde ich so beleidigend. Die wäre für mich für alle Zeiten wär die durchs Rost gefallen. Aber für alle Zeiten. Aber du kennst doch diese rosa und der Brille, oder nicht? Ja, deswegen musst du, ja, die kenne ich. Aber die musst du eben auch selbst versuchen runterzunehmen. Indem man sich die immer wieder anpappt, die Brille, wird es nicht besser. Ich weiß auch, dass es schwer ist, die sich selbst runterzureißen. Aber man muss es versuchen und man muss es immer wieder angehen. Und man muss es millimeterweise machen. Auch wenn man immer wieder Rückschritte erleidet. Du bist doch auch zäh. Du bist so zäh und trainierst jeden Tag 6 Stunden. Pumpe mal ein bisschen von deiner Zähigkeit in deinen Geist, in deine mentalen Fähigkeiten rein. Und das wäre sowas, dass du die rosarote Brille runterreißt und zertrittst auf dem Boden. Dann siehst du die Frau mal, wie die wirklich ist. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Also ich sehe sie ja seit 2,5 Jahren sehe ich sie ja jeden Tag. Aber jeden Tag erzählt sie mir denselben Müll. Aber irgendwann muss es doch wirklich mal so sein, dass ich selber zu mir sage und einfach, ich finde diesen Schalter nicht, dass ich selber zu mir sage, bis hier und nicht weiter. Ronny, man muss sich für diesen Schalter auch erstmal entscheiden. Und das machen ganz viele Leute nicht. Habe ich auch 1000 Mal den Fehler gemacht. Aber man muss erstmal sagen, da ist der Schalter, den muss ich umkippen. Und dann muss man sagen, okay, jetzt bemühe ich mich darum, den auch umzukippen. Also ich habe schon so oft die Situation gehabt, dass ich bin zwar so ein Riesenochse, ja, sage ich jetzt mal selber von mir. Und in dem Moment bin ich so kerzenwachsweich, ja, dass ich wirklich schon oft gedacht habe, jetzt reicht, also der Leben hat keinen Sinn. Ach. Und die Frau hat dein Leben keinen Sinn. Es ist einfach so, ja. Weil ich glaube, du sagst, ach, aber es ist wirklich so, wenn man sich einfach so beschissen fühlt, da kann man noch so groß und breit und stark sein. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, ja. Ja, deswegen ist ja das richtig, was du erkennst. Das ist nicht die Lösung für dein Problem, dicke Muskeln zu haben. Weißt du? So, jetzt lasse ich dir noch von meiner Mitarbeiterin eine Beratungsstelle in deiner Umgebung
geben und sagen. Dann kannst du da mal hingehen, dich mal kundig machen, wie du da am besten professionell vorgehst mit dem Zeug. Bitte sehr gerne. Gegen das Zeug. Und dann wünsche ich viel Erfolg, Ronny. Dankeschön. Alles Gute, du legst auf, wir melden uns wieder. Ja, deine Sendung ist super, ne? Ich danke dir vielmals. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, meldet euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr nächste Woche Donnerstag mit mir sprechen wollt, wenn ihr schon mal irgendwann, vielleicht vor vielen Jahren mit mir gesprochen habt und mir erzählen wollt, wie es weiterging, wie es euch heute geht, was aus eurer damaligen Geschichte geworden ist, würde ich mich sehr freuen. Meldet euch ganz einfach per Mail oder schreibt uns WDR 1 Live Domian Postfach 50 600 Köln. Hier ist Tom. Tom ist 27. Guten Morgen. Ja, morgen. Morgen, Tom. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Tom? Ja, ich habe im Dezember letzten Jahres einen Selbstmordversuch hinter mir gehabt. Bin danach auf die geschlossene gekommen. Also ich habe versucht, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Mein Vater hat mich gefunden. Dann bin ich auf die geschlossene gekommen. Hat er dich durch Zufall gefunden, dein Vater? Ja, was heißt, ja, es war, also ich habe teilweise schon darauf angelegt, dass er mich findet. Also ich habe so ein bisschen auch dem Zufall überlassen oder sagen wir, es war ein Gottesgericht, keine Ahnung. Ja. Das war, also der Wunsch war schon da, jetzt Schluss und so. Das war, meine Einstellung war, wenn er mich findet und den Notarzt ruft, dann geht's weiter, wenn nicht, dann ist halt aus. Hast du es in deiner Wohnung getan? Ich wohne noch bei meinem Vater. Ach so. Genau. Okay, ja. So, dann kamst du in deine geschlossene Abteilung. Genau. Ja, und dann? Ja, und dann war ich da erstmal und an meinem Zustand hat sich nicht wirklich was verändert. Also ich war schwer depressiv und alles sinnlos und keine Ahnung. Und dann bin ich verlegt worden auf eine andere Station, eine Kriseninterventionsstation. Also das ist so gestaffelt, wie so ein dreigliedriges System. Also die geschlossene für die ganz akuten Fälle. Dann gibt es eine Station für die, denen es schon ein bisschen besser geht. Und dann gibt es noch eine Station, um die Leute praktisch wieder vorzubereiten aufs Leben. Ja. So. Und dann war ich praktisch auf dieser Mittelstation. Und da hat sich jetzt auch nicht wirklich was großartig in meinem Zustand geändert. Mir ging es die ganze Zeit weiter scheiße. Bis ich dann auf meine Therapeutin traf. Und da dann die ersten Gespräche mit ihr hatte und dann so nach dem dritten Gespräch merkte ich schon, dass ich mich übermäßig doll auf die Gespräche freue. Und alle in meinem Umfeld sprachen mich auch darauf an, wie verändert ich doch jeden Tag war, immer wenn ich sie sah. Und ja, so hat sich dann daraus für mich auch so eine Begeisterung und Liebe entwickelt oder entfacht, muss man sagen. Du hast dich in deine Therapeutin verknallt. Aber total, ja. Ja. Genau. Ja. Bevor wir das vertiefen, sag mir doch noch, warum du dir das Leben hast nehmen wollen. Ja, mein Gott, war das. Ich meine, man muss dazu sagen, ich habe da Amphetaminmissbrauch schlimm betrieben. Also ich war 3 Tage wach und da ist man halt nicht mehr in der Lage, so ganz klare Schlüsse zu ziehen. Und traumatisiert auch und ich war sowieso eher mein ganzes Leben lang eher ein Pessimist, aber ich meine, da war halt alles dann nur noch furchtbar. Achso, es gab keinen konkreten wirklichen Anlass, sondern der Auslöser war diese Droge, ich nenne es mal Droge, die dich so viele Tage wach gehalten hat und du dann völlig auf einen anderen Trip kamst. Ja, genau. Ja, man wird halt paranoid, irgendwann fühlt man sich verfolgt und man ist der Meinung, dass das ganze Umfeld froh wäre, wenn ich weg wäre. Also ich habe ja wirklich alle Anzeichen so, die gar keine waren, aber dann für mich dann doch gedeutet. Ja, also aber ich glaube, wenn man so dann in einer solchen Situation so empfindet, war man vorher auch schon eher der Nachdenkliche. Absolut, absolut, total. Also ich bin total derjenige, also ich weiß nicht, wie oft ich von meinen Freunden schon gefragt wurde, ob es auch mal Momente gibt, in denen ich nicht nachdenke. Also ich denke immer über alles nach, das ist furchtbar. Du hattest, als du den Selbsttötungsversuch gemacht hast, keine Freundin? Nee. Hatte ich nicht. So, das ist ja eigentlich immer eine fatale Sache, wenn man sich in einen Arzt oder in einen Therapeuten verliebt. Wie ging es dann weiter? Ja, das ging so weiter, dass wir haben uns weiter Therapiesitzungen gehalten. Und irgendwann wurde es dann auch klar in den Therapiesitzungen, dass also es kam niemals zu einer wirklich therapeutischen Ebene. Ich habe das auch nicht wirklich zugelassen. Also ich war dann auch schon, die hat wirklich Energien in mir geweckt, die ich so davor gar nicht kannte. Also die ich auch wirklich nicht mehr geglaubt
an die ich nicht mehr geglaubt hatte, dass ich die noch habe. Aber du hast denn in diesen Gesprächen ihr das schon signalisiert, dass du... Ja, absolut. Ich meine jetzt nicht so konkret. Ja, aber sie wusste schon, wo es... Aber das war zu spüren und zu merken. Sie wusste, was da los ist. Ja. Also das ist ganz klar. Wie alt ist die Frau? Die ist 30. 30. So, dann wusste die irgendwann, okay, der Bursche ist in mich verknallt. Genau, das wusste sie. Wie ist die Situation heute? Machen wir mal einen Sprung nach heute. Seid ihr ein Paar? Wir sind dann zusammengekommen. Sie hat mir ihre Telefonnummer gegeben. In der Tat. Ah ja. Genau. Aber nicht, solange ich bei ihr in Therapie war. Also das heißt, ich habe dann die Station gewechselt, habe ich ja vorhin erzählt. Und bin auf eine andere Station gekommen, in der sie nicht tätig ist. Und ab da haben wir uns dann getroffen, privat. Damit das dann sauber ist und sie im Beruf da auch keine Schwierigkeiten hat. Genau, damit es nicht ganz so schlimm ist, weil sie hat natürlich auch Gewissensbisse. Und ja, natürlich. Dass das völlig falsch ist. Ja, das ist eigentlich ein Tabu, dass ein Therapeut sich dann verknallt. Das ist eigentlich ein Tabu. Ja. So, und nu? Ja, und nu, momentan ist es halt ziemlich schlimm. Also ich muss noch dazu erwähnen, dass sie verheiratet ist, ne? Ach, sie ist verheiratet? Ja, sie ist verheiratet, hat ein Kind. Ja. Wie ist denn die aktuelle Lage? Ja, die aktuelle Lage ist die, dass ich eigentlich in letzter Zeit mich immer gröber ihr gegenüber verhalten habe, weil ich die Sache beenden wollte. Weil ich, wie gesagt, noch bei meinem Vater lebe. Ich habe gerade mein Abitur gemacht, vor 2 Jahren. Und ansonsten habe ich keine abgeschlossene Ausbildung und gar nichts. Ja, also ich bin nicht in der Lage, ihr einen Lebensstandard zu bieten, an den sie sich bis jetzt gewöhnt hat. Hm. Anfangs war ich halt voller Euphorie und Optimismus und frisch verliebt und klar, da sieht man die ganzen Probleme nicht. Mhm. Und ich hatte halt die Hoffnung, dass mein Vater uns unterstützt und dass wir irgendwie zusammenziehen, das wird schon irgendwie alles werden, das war meine Einstellung. Mhm. Und es ist aber nicht so geworden, weil man muss halt auch noch dazu sagen, dass mein Vater schwerer Alkoholiker ist. Ja. Mhm. Und anfangs hat er zwar mitgespielt, aber irgendwann kam er dann nicht damit klar, dass ich wirklich den anfange, mich abzulösen oder so. Ja. Mhm. Und da sind dann so Sachen passiert, dass er irgendwie nachts besoffen bei mir im Zimmer aufgetaucht ist, während sie bei mir war. Mhm. Und solche Geschichten. Was will sie denn? Sie will, ja okay, also dann kommen wir jetzt zu heute. Sie will weiter den Kontakt zu mir halten. Also sie sagt immer wieder, dass sie schon lange nicht mehr jemand getroffen hat, mit dem sie sich so gut versteht und alles. Ja. Was heißt Kontakt halten? Wäre sie bereit, ihre Beziehung aufzugeben für dich? Nee, das geht ja nicht. Warum weil, nicht? Sie verdient damit noch kein Geld. Also sie ist Therapeutin im Praktikum. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass sie auf eigenen Beinen steht. Sie hat ein Kind und sie ist mehr oder weniger abhängig von ihrem Mann. Ja. Und von deren Eltern. Und von deren, ja. Mhm. Und von daher ist das eine komplizierte Situation. Also, Wobei mich das nicht so überzeugt. Ich glaube, wenn ein wirklicher Wille da ist, finden sich immer Mittel und Wege, dass man dann auch zusammenkommt. Kann es sein, dass sie dich auch gern nur so als Lover haben möchte? Oh, ja, das ist ja genau das, was ich mich frage. Das ist ja genau der Punkt, oder das ist ja genau das, was in mir gärt jetzt in den letzten paar Wochen. Ja, also, dass ich bereit wäre, durch die Hölle zu gehen. Ja, oder ich war es am Anfang. Und irgendwie vermisse ich das ja schon so ein bisschen bei ihr. Ja. Mhm. Dass sie sagt, ich meine, es wäre mit absoluten Lebensstandard Einbußen verbunden, wenn sie sich wirklich für mich öffentlich entscheiden oder wenn sie sich für mich entscheiden. Ja, aber so wäre es, ne? Wenn man wirklich, wirklich rundherum liebt, nimmt man das in Kauf. Ich würde dich aber gerne noch fragen, ich hatte das gerade ein bisschen schutzig gemacht. Du hast gerade erst dein Abitur gemacht, mit 27. Nee, also ich war 2006. Ja. Okay. Ja. Warum alles so spät? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, keine Ahnung, weil ich, weiß ich nicht, weil ich wahrscheinlich viel zu lange schwer depressiv war, ohne dass irgendjemand mal gesagt hätte, Junge, das geht so nicht weiter. Ja. Da muss mal was passieren oder so. Also das, du hast nur rum. Von mich hinten vegetiert, ja. Ja. Das beantwortet mir dann auch die Frage, warum du dann immer noch bei deinem Vater lebst und nicht auf eigenen Füßen stehst. Ja, das ist, Was ist denn jetzt geplant? Du hast ja dein Abitur und was ist jetzt? Ja, also eigentlich hatte ich vor, zu studieren. Mhm. Ja. Aber? Aber das, ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Ich meine, wenn ich jetzt ausziehe, wie soll ich mir eine Wohnung finanzieren und das Studium und alles? Wie soll das, geht ja nicht alles. So. Tom, was meinst du? Tausende und Abertausende von Leuten kriegen das auch gebacken. Okay. Ja, das habe ich befürchtet. Ich habe befürchtet, dass du sowas sagst. Ja, ich meine, du bist schon 27. Ja, ich weiß. So, ich weiß. Aber andererseits,
ist das alles noch okay. Und es ist auch noch im grünen Bereich. Wenn du dich jetzt konzentrierst auf deinen Weg, ist ja schon eine tolle Leistung, dass du den Abi gemacht hast. Hast du das auf einer Abendschule gemacht oder wie? Ja, genau. Ja, super. Kompliment, Respekt. Finde ich gut. Ja. So. Aber das ist erst der Anfang, finde ich. Wenn du studieren willst, verdammt normal, dann studier. Und dann such dir Mittel und Wege und Jobs oder irgendwas, das hinzukriegen. Es geht. Es geht. Mhm. Was willst du studieren? Jura. Ja. Toll. Ja. So, das ist das eine erstmal. Dass du unbedingt, finde ich, unbedingt dringend, auch für dein Selbstwertgefühl, einen Weg einschlagen musst und den auch versuchen musst zu gehen, wenn das auch sehr steinig und schwierig am Anfang ist. Aber geht nicht, gibt's nicht. Quatsch. Das kannst du, das schaffst du. So, und was diese Frau anbelangt, ja, wäre ich auch skeptisch an deiner Stelle. Sicherlich. Wäre ich auch skeptisch. Und dann musst du für dich entscheiden, ob die Frau noch gut tut oder ob sie dich letztendlich wieder lähmt in deinem Leben. Ja, das ist es ja. Es lähmt mich ja mehr, weil es mir dauernd die Tatsache vor Augen führt, wo ich erst stehe, ja, und wo ich eigentlich hin will, aber das nicht haben zu können, das lähmt eigentlich im Endeffekt. Ja, lähmt auch in dem Sinne, dass sie dir ständig eigentlich ein schlechtes Gefühl vermittelt, weil es eine unbefriedigende Situation ist, weil sie nicht letztendlich ganz zu dir kommt und das meine ich auch mit dass sie dir nicht gut tut und dass sie dich lähmt. Ich meine, vielleicht ist es eine gute Fügung gewesen, dass sie damals gerade in der Klinik war und dass sie dich da rausgeholt hat, dass sie diese Gefühle in dir aktiviert hat, sagen wir es mal so. Dann kann man das Ganze als gut ansehen, aber vielleicht ist die Sache jetzt auch damit jetzt mal gut und vorbei und das ist ein Abschnitt gewesen. Und kümmere dich, ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass du dich um dein Leben kümmern musst. Dass du aus dem Haus des Vaters, aus der Wohnung des Vaters rauskommst, dass du deinen Weg einschlägst, dass du Jobs annimmst und dich wirklich durchbeißt durch die ganze Sache, die jetzt vor dir liegt. Das ist wichtig. Ja, das ist wohl richtig, ja. Bist du im Moment noch irgendwie in psychiatrischer Behandlung oder irgendwas? Ja, ambulant halt. Das ist mittlerweile einmal alle 3 Wochen oder so. Ja. So Kontrolle eben praktisch. Nur da kann ich ja auch nicht mit dem Problem aufkreuzen. Ne? Ist mir klar. Aber du könntest jetzt zum Beispiel anfangen, ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt die ganzen letzten Wochen schon wieder einfach nur so dich nur mit dieser Liebe beschäftigt hast. Ja, das absolut. Also absolut. Das ist es. Nicht. Ich wusste keinen Ein- und Aus mehr. Und weil ich meine, der was mir so viel Kraft gegeben hat, was mir so viel Auftrieb gegeben hat, war ja die Vorstellung, mit ihr mal zusammenzuziehen, weil ich mich wirklich super mit ihr verstehe und immer noch. Ja? Geht offensichtlich nicht. Geht offensichtlich das, nicht. Das halt wirklich abzuhaken und das irgendwie Nimm mal einfach jetzt die Organisation deines Lebens in die Hand. Da bist du sehr mit beschäftigt die nächste Zeit. Das lenkt auch sehr gut ab und hält dich auch ab, davon immer zu darüber nachzugrübeln. Ich glaube, dass es mit dieser Frau nicht gut ist für dich. So wie du es mir jetzt geschildert hast. Übrigens, von was lebst du eigentlich? Wie finanzierst du dich? Über deinen Vater? Ja, lange Zeit war es so, dass ich angewiesen war auf das Geld meines Vaters. Also mittlerweile bin ich halt schon tatsächlich so weit zur Einsicht gekommen, dass ich mir jetzt einen Job besorgt habe aktuell auch und musst du machen. Ich weiß, dass das nicht so geht. Also Tom, ich habe dir so meine Einschätzung gesagt, wie man das in 10 Minuten, 12 Minuten machen kann. Aber ich glaube, so die Grobrichtlinien, das ist hundertprozentig meine Überzeugung, auch wenn wir das jetzt nicht ganz im Detail besprechen konnten. Ja, klar. Hau rein, sag ich dann nur. Hau rein für dein Leben. Das ist wichtig. Ja. Alles Gute. Okay. Von Herzen. Okay. Tom, tschüss. Ciao. Toni ist hier. Toni ist 32. Hallo, Toni. Hallo, Domian. Toni. Hallo, ich habe ein Problem, Beziehungsproblem. Meine Freundin sagt, die ist zu alt. Wie alt ist denn die Freundin? Die Freundin wird jetzt 48. Oh. 32. Oh, das passt doch gut noch. Ja, ich habe sie damals kennengelernt, ich war 22 und sie war 38 und sie hat gesagt immer, es wäre nur so für eine Nacht oder für eine Phase und es hat sich jetzt ergeben, dass wir jetzt am 6. August 10 Jahre zusammen sind. Gratulation. Und 10 Jahre, ja super. Immerhin, ja. Ja, und sie sagt zu mir, du bist groß, Grieche, Südländer. Ja. Und jetzt die letzte Zeit, so die letzten 3-4 Jahre, ich habe mal gesagt, ja, ich will dich verloben, heiraten und so. Ich stelle mir immer vor, ja, ich werde alt und das bringt nichts. Macht mir so Gedanken, dass sie mir sagt, ja, such dir eine Jüngere. Ich habe ihr gesagt, ich liebe dich doch. Ich habe meine eigene Wohnung, sie hat ihre eigene Wohnung. Ich habe gesagt, komm, wir ziehen zusammen ein. Will ich nicht. Warum, weshalb, war ich auch nicht dumm. Schämt sie sich
Weil sie älter wird und nicht mehr so attraktiv ist wie früher? Hast du den Eindruck? Nee, ich liebe sie so, wie sie ist. Ich hab ja, du, aber hast du, aber hast du den Eindruck, dass sie sich schämt? Vielleicht, weiß ich, sagt mir das aber nicht. Zeigt sie sich zum Beispiel dir gegenüber ganz unbefangen, nackt, wie sie es früher getan hat? Ja. Ja. Mhm. Ja, soll ich mal so sagen, auch beim Sexleben. Früher war es öfters, jetzt ist vielleicht einmal im Monat. Sie sagt immer, sie hat Unterleibsschmerzen oder sie hat Kopfschmerzen, Durchfall. Und sag ich, geh mal zum Arzt oder isst was oder irgendwie. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir gesagt, komm, wir machen Sport, fahren Motorrad. Dann wirft die mir vor, das sind alles junge Leute. Ich habe gesagt, hey, ich habe dich damals kennengelernt so und wie steht's mit dir gerade? Also für dich ist der Fall absolut klar, du liebst diese Frau und möchtest mit der auch weiterhin zusammen sein. Ganz genau, ja. Glaubst du, dass das ein vorgeschobenes Argument ist bei ihr, ein vorgeschobener Grund? Sie ist ganz ruhig, also sie kommt von sich nicht raus. Ich habe alles probiert, ich habe sie überrascht im Hotel, Rosens, ganze Zimmer, mein Stern. Nee, ich meine das anders. Ich meine, glaubst du, dass sie sagt, sie ist zu alt für dich mittlerweile? Und geht das so weit, dass sie wirklich sagt, wir wollen uns trennen und such du dir eine Jüngere? Nee, das so weit ist es nicht, nee. Nur sie geht, also ich sage, sie sucht sich auch kein Theater, ich sage, sie zieht sich zurück, also sie bleibt zu Hause. Sie geht nicht raus, also ich sage, komm, wir gehen ins Kino. Nur also durch die, zum Beispiel jetzt eine Einkaufsstraße, wo Leute sind. Ich sage, du brauchst dich nicht zu verstecken. Ich denke, manchmal schämt sie sich. Sie sagt gar nichts. Also, aber was sagt sie denn über eure Beziehung? Was will sie denn? Gar nichts. Sie sagt, es soll so bleiben. Ungefähr kann ich mal sagen, so wie es ist. Ich meine Wohnung, sie ihre Wohnung. Nochmal gefragt, also sie sagt nicht, dass ihr euch trennen sollt oder wollt. Nee, das sagt sie nicht. Nur ich mache jetzt Druck von meiner Seite und will ja da irgendwo Sache wissen, was da ist. Ja, vielleicht, es kann ja auch sein, wenn du sie so, ich weiß es ja nicht, was du jetzt gerade so beschrieben hast, vielleicht ist sie grundsätzlich in einer Lebenskrise. Vielleicht in so einer, was man so mittlere Lebenskrise, Midlife-Crisis nennt, in dem Alter. Haben ja viele Leute. Da ist man so über die Mitte des Lebens hinaus, so vom Alter her, und das ist bei einem früher, bei dem anderen später, und dass man da irgendwie nachdenklicher wird, grüblerischer wird, vielleicht auch depressiv wird, wie auch immer. So wie du es beschreibst, bezieht sich das ja auf ihr ganzes Leben, dass sie gar keinen so einen richtigen Antrieb mehr hat, eben nicht mehr rausgeht, so wie du es sagst. Ja, ich habe es probiert, ich habe gesagt, komm, wir gehen ins Kino, kaufen uns Karten, irgendwie so ein Fußballspiel und immer irgendwas. Und manche Freunde von mir sagte, ja, wo ist deine Freundin? Sag ich, ja, die ist heute krank, die ist heute in Urlaub, die ist heute mit der Firma unterwegs. Also immer Ausreden präsentierst du. Ich muss immer mich ausreden, ja. Und ich sag manchmal auch, wir gehen Grillfest, ein paar Leute, komm mal mit mir. Und die Leute sagen mir dann, wo ist deine Freundin immer? Und ich schäme mich selber. Also Kinder habt ihr keine? Keine Kinder, nee. Keine Kinder. Wir haben keine Kinder zusammen. Und sie hat auch aus früheren Beziehungen keine Kinder? Sie hat von früherer Beziehung eine Tochter. Ach so. Die ist 21 Jahre alt, ja. Aber die ist dann aus dem Haus schon oder leben die zusammen? Die ist aus dem Haus. Und was macht deine Freundin von Beruf? Sie ist selbstständig. Ja. Sie hat einen Dessous-Laden. Ja. Und das war's. Also ich arbeite bei der Stadt. Läuft denn der Laden gut oder hat sie da auch Probleme? Der Laden läuft gut, Ist kein Problem. Es ist alles okay. Nur, dass sie sich da irgendwie jetzt die letzten 3-4 Jahre sehr zurückgezogen hat. Ich probiere alle Möglichkeiten. Ich habe ihre Verreisen früher, das hat sich alles verändert. Also du bietest alles an und letztendlich kriegst du keine Resonanz zurück. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und manchmal sehen wir uns auch mal nur zweimal die Woche. Früher war sie mir jeden zweiten Tag, war die bei mir oder ich war bei ihr zu Hause. Wir telefonieren jeden Tag und meistens kommt es ja immer von mir nur. Und da habe ich gesagt, jetzt ich rufe mal 1-3 Tage nicht an. Da meldet sie sich und sagt mir, warum rufst du mich nicht an? Da weiß ich auch nicht, was da irgendwie liegt. Hast du Sorge, dass wenn das immer so weiterläuft, dass du vielleicht deshalb frustriert wirst und auf Distanz gehst zu ihr? Kann sein. Denn irgendwann ist das Maß ja auch voll und irgendwann kann man ja auch nicht mehr anbieten, als man angeboten hat. Ganz genau. Ich weiß, ich sag ja nur, jetzt bleibt es so weiter. Also ich würde es nicht so weiter haben, dass es irgendwie, denke ich, dass sie sich von mir trennen will. Ja, aber das würdest du nur so mutmaßen, ne? Aber das ist ja nur so eine Spekulation.
Aber ist sie auch nicht eifersüchtig, dass ich sage, ich habe mal guckt, so eifersüchtig ist sie nicht. Also bei mir wirft ja auch nichts vor. Sie sagt auch nicht irgendwie, guck mal die an, gar nichts. Also sie ist ganz sich zurückgezogen. Aber sie erklärt es nie, was mit ihr los ist und was sie empfindet. Ganz, also ich sage selber, dass sie das runterschluckt, also in sich behält. Das ist nicht was, was würde dir helfen? Wenn die mir die Wahrheit sagt, dass sie mal redet mit mir, ich rede mit ihr. Ich habe ihr mal gesagt, ich will dich jetzt verloben, am 6. August. Hat die mal gelacht so. Gar nichts. Hey, du hast einen wichtigen Satz gesagt. Das ist ein ganz wichtiger Satz, egal in welchem Alter man ist. Dass man redet, dass der andere sich erklärt, dann kann man schon viel besser etwas damit anfangen, mit dem Verhalten des anderen. Also ich sage, ich lebe mein Leben, ich genieße mein Leben. Man soll jeden Tag lachen. Und gut, aber wenn ihr nicht zu lachen zumute ist und sie dir die Gründe nennt, wäre das ja schon mal ein Schritt nach vorne. Ganz, ganz genau, ja. Aber sie sagt nicht, sie ist ruhig. Ich habe probiert, alle meine irgendwie einzuladen. Ich habe es probiert durch eine Zeitung, Annonce gemacht. Keine Ahnung. Also du bist sehr aktiv. Ja, ich bin aktiv, aber dass ich sage, dass sie mir selber sagt, sie ist zu alt. Ich habe gesagt, mach doch Sport, geh im Fitnessstudio, komm, wir gehen Tennis. Sagt sie denn, dass sie zu alt für dich ist oder sagt sie, dass sie sich alt fühlt? Also sie sagt, sie fühlt sich alt. So. Ja, der Hammer ist, das ist vielleicht genau die Krise, von der ich gerade gesprochen habe. Ja. Das haben viele Leute so, wenn man in das Alter reinkommt. Aber ich habe ja auch gesagt, du bist 48, jeder wird älter, 48 Jahre ist kein Alter für mich. Ja, gut, das sagst du jetzt aus seiner Warte. Du musst ja versuchen, dich in sie hineinzuversetzen. Sie empfindet das nun mal ganz anders. Ich finde wichtig, dass du ihr wirklich ganz, ganz klar machst, dass du so hilflos dastehst und dass du damit nichts anfangen kannst, wenn sie nur schweigt. Ja? Dass es ganz wichtig ist, dass sie redet, dass sie zumindest sich bemüht, ein wenig zu erklären. Wenn sie das nicht kann oder sich nicht traut oder irgendwie nicht vorankommt, dann schlag ihr doch vor, dass ihr zusammen zu einer Paarberatung geht. Dass ihr das in Anwesenheit eines Psychologen macht. Ich glaube, dass es für sie gut wäre und für dich sowieso auch. Also sogar ihre Freunde, wo ich frage, sie sagen, ja, siehst du, das hat sich jetzt verändert ein paar Jahre. Komm, ich komme auch nicht weiter irgendwie ran an ihr. An ihre Geschwister hat sie auch nicht so einen guten Kontakt. Wäre sie zu so etwas bereit? Wie schätzt du es ein? Ich denke schon. Na prima, das ist ja doch schon mal ein Anfang. Da kann man doch dann schon anknüpfen. Dann würde ich dich jetzt bitten aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin zurückgerufen und bekommst eine entsprechende Adresse an die Hand und dann könnt ihr das mal versuchen, dahin zu gehen. Vielen Dank, Domian. Machen wir sehr gerne. Lieber Toni, alles Gute euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere kostenfreie Nummer für euch. Und hier ist der Stefan. Und Stefan ist 35. Hallo Stefan. Grüß dich, Domian. Hallo Stefan. Weswegen rufst du an? Ja, also ich bin 35 und mein halbes Leben bin ich Kiffer. Bitte? Ich bin Kiffer. Du bist Kiffer? Dein halbes Leben? Ja. Ich rauche also circa seit meinem 16., 17. Lebensjahr Joint, also Haschisch. Ja. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Das ist ein bisschen weit weg. Ja. Ich rauche also Hasch seit meinem 16., 17. Lebensjahr und habe mit 13 eigentlich schon angefangen, Alkohol zu trinken und ja, mit 17 kam halt die Droge dazu und ich bin seit 8 Jahren mit meiner Frau zusammen, also mit meiner Partnerin, Freundin. Seit 8 Jahren? Ja. Ja. Und sie war früher auch haschsüchtig, hat dann 5 Jahre eine Therapie gemacht und hat mich dann halt auch gebeten, dass ich das dann auch nachlasse. So, auch weil sie ja jetzt vor 1,5 Jahren noch ein Kind bekommen haben. Das heißt, sie hatte schon eine Tochter, die sie mit in die Beziehung gebracht hatte. Und jetzt habt ihr zusammen ein Kind. Und jetzt haben wir zusammen ein Kind. Ja. Und da war für sie klar, dass das muss aufhören. Aber ist für mich halt eben nicht so einfach. Wie viel konsumierst du am Tag? Ich sag mal so, Wochenende stehe ich morgens mit auf und gehe ich abends mit ins Bett. Und unter der Woche muss ich arbeiten und von daher reduziere ich das auch nach die Arbeit, weil ich bin tagsüber mit Flüssigsauerstoff unterwegs und da geht's natürlich nicht so. Bist du LKW-Fahrer oder was machst du? Ich fahre 4,5 bis 5,5 Tonnen mit 600 bis 1000 Liter Sauerstoff. Ah ja.
Aber du bist hoffentlich doch nicht bekifft Auto gefahren. Nein. Das ist immer dann, wenn du abends nach Hause kommst, dann. Ja. Und das ist fest jeden Abend, das ist also ganz klar, dass es ein Suchtverhalten ist. Ja. Alkohol auch noch? Nicht mehr. Also ich hab damit schlagartig aufgehört nach meinem dritten Führerscheinverlust, wo ich 28 war und habe mir gesagt, jetzt musst du was tun und bin dann ein Jahr in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Und habe dann aufgehört. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich zwischendurch mal wieder was trinke, aber es ist kein Suchtverhalten mehr. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wieder das große Zittern kriege und dasselbe wieder von vorne losgeht, weil früher war es ein ausschlaggebender Punkt, weil meine Kindheit nicht gerade sehr schön war. Und mein Vater sich relativ früh das Leben genommen hat, so, da war ich 9 Jahre alt. Ja. Und meine Partnerin hat mich dann halt eben vor die Wahl gestellt, entweder das hört auf oder wir müssen uns trennen. Das hat sie jetzt kürzlich getan? Das ist jetzt, ich sage, 3 Monate, 4 Monate her. Ja. Und sie hat sich getrennt dann. Sie hat sich getrennt von dir? Ja. Und das ging dann, ich glaube, 10 Tage so. Und ich kam da überhaupt nicht drauf klar und habe mir dann versucht, das Leben zu nehmen. Das hat sie mitgekriegt. Sie hat mich also erwischt dabei, sage ich mal. Und danach hat sie mir noch eine Chance gegeben, aber halt eben unter der Voraussetzung, dass ich das nachlasse. Und die Chance läuft gerade noch? Die Chance, die lief. Ich habe gedacht, ich könnte sie täuschen. Aber daraufhin, weil sie selber süchtig war und genau weiß, was Sache ist, so hat sie das natürlich gleich gecheckt. Achso, du hast gesagt, ich höre auf, aber du hast heimlich dann weitergemacht. Ja. Und sie ist also mega enttäuscht von mir so und Und jetzt im Moment seid ihr wieder getrennt? Nein. Also wir sind zusammen, aber ich weiß halt eben, sie ist mega enttäuscht von mir so und Die ganze Sache ist sehr wackelig. Ja. Wie alt ist euer Kind? Mein Sohn wird im Dezember 2 und ihre Tochter ist 11. Sie wird im November 12. Und die Tochter lebt auch bei euch? Ja. Die kriegt das ja alles schon mit. Sie kriegt das mit. Also ich betreibe das heimlich. Wir wohnen hier in einem Haus und ich habe einen großen Keller, den habe ich mir eingerichtet. Naja, okay. Und, aber die Stimmung kriegt sie ja mit zwischen euch. Ja, das auf jeden Fall. Aber sie kriegt halt eben von dieser Sucht nichts mit. Ich verstehe. Na. So, Stefan. Über was sollen wir jetzt noch weiter reden? Die Lösung ist ja wohl ganz klar. Ja, aber es ist für mich halt eben so, ich habe in meinem Umfeld keinerlei Probleme damit und ich falle nirgendwo negativ auf. Und Ist deine Familie kein Umfeld? Doch, aber meine Familie. Aber es fällt halt eben nicht auf. Ja, was ist das für ein Argument, das fällt nicht auf? Ich lasse mich ja nicht hängen. Es ist ja nun nicht so, dass ich irgendwie durch die Gegend wanke oder sonst irgendwie. Ich bin völlig normal. Ja gut, aber ich könnte mir als Frau auch was Schöneres vorstellen, als jedes Wochenende einen bekifften Kerl an meiner Seite zu haben. Das ist ja richtig. Aber sie weiß selber, wie das ist. So. Eben, aber sie hat es ja geschafft, da rauszukommen. Ja, aber auch nur mit Hilfe der Therapie und mit... Mensch, Stefan, hör mir auf, mit deinem Aber zu reden. Hör mir auf, damit zu labern, wirklich. Ich versuche da schön zu reden, ne? Aber hallo. Weißt du, wo ich gerade innerlich gleich Respekthaltung annahm, war, als du mir das erzählt hast mit deinem Alkohol, dass du da Selbsthilfegruppe gegangen bist und du hast es geschafft. So, nun hast du eine Frau, die du liebst, gehe ich von aus. Ja. So, und du hast ein Kind, ein 2-jähriges Kind, dem du verdammt nochmal Vorbild zu sein hast, wenn es größer wird. Ja. Ist das nicht Grund genug zu sagen, abgesehen von dem Argument, dass du dich und deine Psyche und deinen Körper kaputt machst, zu sagen, ich mache jetzt hier auch den radikalen Schnitt? Ja, aber... Du bist ein süchtiger Mensch. Ist das toll, süchtig zu sein? Nee. Nee, das ist nicht, aber... Nix aber. Es ist scheiße, süchtig zu sein. Es ist ein Armutszeugnis, süchtig zu sein. Es ist jämmerlich, süchtig zu sein. Das ist wohl wahr, das habe ich zwischendurch oft genug. So, und du bist noch in einer Situation, wo du noch alles gut retten kannst. Du hast eine Arbeit, du hast noch deine Frau, du hast ein Kind, du hast eine Familie. Du hast jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, durch dein Verhalten dich auf eine Ebene zu heben, wo es dann wieder normal läuft. Irgendwann nicht mehr, irgendwann hast du die Frau verloren. Irgendwann wird dein Kind älter werden und denken, ja, mein Vater ist ein alter Kiffer, toll. Tolles Vorbild.
irgendwann verlierst du vielleicht deine Arbeit auch. Ich male es jetzt mal schwarz, wie es sich vielleicht entwickeln könnte. Ja. Also eigentlich müsstest du alles, was du an Kräften hast, mobilisieren in dir, dass du das für dich, für dein Kind machst, zumindest für dein Kind. Dass du auf eine normale Spur wieder gerätst. Ja, schwer. Ja, schwer. Sicher ist es schwer. Sicher ist es schwer. Das ist halt eben harter Weg, so, den man da gehen muss. Den muss man dann gehen, ja. Der ist nicht schön. Wenn der schön wäre, dann wäre er nicht hart. Und dann wäre das alles auch nicht so viel. Nee, genau. Müsste man da gar nicht viel drüber reden. Ja. Mhm. Ja. Ich meine, du hast es selbst zu verantworten. Ja, ich weiß. Wenn du so viele Jahre dich hast. Sucht hat ja immer etwas zu tun mit sich gehen lassen. Du hast dich am Anfang sehr gehen lassen, bis du gefangen genommen warst von der Sucht. Ja, ich habe damit halt eben meine Probleme weggedrückt und. Ja, aber du weißt genau, dass man so die Probleme eben nicht lösen kann, sondern vielleicht nur mal für eine Weile wegdrücken kann. Man stellt sie nach hinten an, ja. So, und dann kommen sie schlagen sie auf einen ein. Ja, sobald man nüchtern wird, ne? Nimm noch mal dieses Beispiel mit dem Alkohol. Das zeigt mir doch auch wieder, dass da ein Potenzial bei dir ist, dass da eine Kraft ist, sich zu wehren gegen sowas. Das fand ich aber schlimmer. Ich fand Alkohol schlimmer, weil ich überall aufgefallen bin damit, überall. Ja, aber es geht ja nicht nur um das äußerliche Auffallen. Es geht ja um die Sache an sich. Ja, das ist nur so. So, aber du hast es geschafft, von dem Alkohol wegzukommen. Ja. Das ist ein, finde ich, muss man sich selbst auch, da kannst du auch ruhig stolz drauf sein. Da war ich auch stolz drauf, auf jeden Fall. Ja. Also, da bin ich auch heute noch stolz drauf, dass ich das nicht mehr so betreibe, wie ich das früher gemacht habe. Früher war das eine Vergewaltigung und heute ist es Genuss, wirklich Genuss. So, und aufbauend auf diesem Stolz, könntest du dir doch selbst sagen, okay, das habe ich damals geschafft. Ja. Ist dir das schwer gefallen, die erste Zeit? Damals nicht, weil ich gemerkt habe, dass da irgendwas richtig verkehrt läuft in meinem Leben und dass ich was ändern muss und ich nichts ändere, gehe ich vor. Aber was jetzt alles verkehrt läuft in deinem Leben? Ja. Stefan, du kannst es doch nicht nur daran festmachen, dass man das nicht merkt nach außen. Aber im Inneren merkt man das und deine Frau merkt es sowieso und dein Kind wird es irgendwann auch merken. So, mehr Begründung muss man doch gar nicht mehr aufzählen. Abgesehen, machst du deinen Kopf kaputt dadurch mit dem Zeug. Alles, mein Körper, mein Kopf, meine Seele. Ja, also diese ganze Verharmlosungsgerede mit dem Grasrauchen, das ist doch alles Unsinn. Das ist genauso eine ernstzunehmende Droge wie alles andere auch. Ja, schlimmer. So, und du gehst über kurz oder lang, hast du deine Gehirnzellen kaputt gekifft. Ja. Wir müssen nicht mehr reden, Stefan. Du musst es einfach jetzt tun. Du musst es tun. Ohne Wenn und Aber. Und immer wenn ein Aber in dir aufkommt, dann pitch weg mit dem Aber. Okay. Alles Gute. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. So, liebe Leute, das war's für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Und in der Technik heute war Annette Bastian. Nächste Woche sind wir natürlich auch wieder da. Das ist aber dann die letzte Woche vor unserer Sommerpause. Montag sind wir wieder da. Dann wie immer montags mit einer offenen und freien Themensendung. Und wenn ihr nächste Woche Donnerstag mit mir sprechen wollt, weil ihr schon mal irgendwann vielleicht vor längerer Zeit mit mir gesprochen habt und mir erzählen wollt, wie es weitergegangen ist und wie es euch heute geht, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder schreibt uns WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes Wochenende und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, tschüss.